Ich zieh das dann über den Seefisch. Ich verzichte auf die Sahne, okay? Nein, das war gut. Mal viel trainiert, möchte es ja selber auch zeigen, vor allem gegen die internationale Konkurrenz. Das ist ja das, was die Saison dann immer erst so ausmacht, wenn es dann losgeht. Und du kennst ja auch einige Gegner persönlich. Genau, gegen die man schon so seit Jahren gerudert ist. Da möchte man natürlich jetzt auch wieder auf Wasser sein, gegen die rudern, sich da beweisen. Und das ist immer schon hart, wenn man da zugucken muss. Aber ich glaube, ich spreche auch für jeden von uns, egal wer Ersatzmann ist, alle würden sagen, ja, mit mir ist das Boot schneller. Also ich meine, wir alle glauben irgendwo an unsere Stärken, vergessen unsere Schwächen und sitzen am Rand und denken, ja, mit mir würden die jetzt gerade zwei Längen vorliegen. So. Übertrieben gesagt. Aber ich glaube, wir alle haben natürlich irgendwo im Kopf so, ich bin ergo stärker als der und ruder nicht schlechter. Ich bin ergo schwächer als der, aber ruder deutlich besser oder wie auch immer. Irgend so eine Sache hat jeder im Kopf. Ein bisschen wärmer, ne? Und der Wind hat auch zugenommen. Einmal so mental zur Ruhe kommen. Also jetzt sind wir definitiv ein Team. Also wir haben beide das Ziel, uns jetzt, wie gesagt, für die Boote noch irgendwie zu empfehlen. Dadurch ziehen wir jetzt an einen Strang, um das Bestmögliche jetzt nochmal für uns rauszuholen, uns bestmöglich zu präsentieren, auch hier Einheit für Einheit, um den Trainer auch immer wieder zu zeigen, ey, auf uns ist Verlass. Und Stellenwert wird man sehen, wie der Vierer sich positioniert. Aber für mich ist es erstmal auf jeden Fall auch eine persönliche Sache. Einfach das, so meinen Namen da ja auch irgendwie auf die Linie legen und zu sagen, so gut es nur geht. Und du kannst nicht rumrennen und behaupten, du bist Vierter im deutschen Einer geworden und gehörst in diesen Doppelvierer und dann im Doppelzweier völlig hinterherbrezeln. Das geht nicht.